Schlagzeug, Alexandra Dimov, Annika Raster, Julia Winterstock, Johanna Kette, Anja Schwan, Ina Heim, Lea Koch, Melissa Rösch und Svenja Hennes. Und unten von der Bühne von Elisabeth, Nomi Feuer, Lina Gehlweiler, Elisabeth Zwilling, Susan Albrecht, Dara Hartmann, Lehrer Heitsch, Koko Kirmann, Annika Koppmann. Das ist diejenige, die hier alle davon fährt. Aus Osnabrück ist hier unterwegs. Vom Bruderclub am Ratsgymnasium. Das ist quasi die Ruder-Dynastie in Osnabrück. Für alle, die es nicht kennen, am Ratsgymnasium Osnabrück eine riesengroße Ruder-Dynastie unterwegs. Und neben der Karoline Osnabrück, was auch alle kennen, noch eine weitere Bank im Repertoire dieser Stadt, was den deutschen Rudersport angeht. Das ist ähnlich wie das Pitzel und das Herder-Gymnasium aus Wien. Das ist auch was da wird. Das Karo und das Rats. Und hier sieht es hier ein Gewächs des Ratsgymnasiums, wenn man so sagen kann. Also nicht hier vorne, ganz deutlich, 15 bis 16 Meter vor dem Verfolgerfeld. Da ist bei Silber und Bronze die Messe noch lange nicht gewesen heute am Sonntag. Da sind Marilena Mayer und Alina Schwan noch ganz kräftig in Infarkt miteinander, wie der Boxer sagen würde. Da geht es richtig ab zwischen Alina aus Bergens und auf dem AB-Meter Nummer 24. Das ist Marilena Mayer. Sie ist eben von gerade erwähnt, bis zum Ruderclub aus Linden. Da möchte ich gerne vielleicht noch Silber mitnehmen. Aber dazu muss sie jetzt nochmal auf den letzten 160 Metern richtig Körner auspacken. Denn momentan zieht Marilena weg. 44 für Annika Elisabeth. Das geht immer noch nicht weiter nach vorne. Es sind nur noch 100 Meter, die Tausend noch mal gut hier, aber den Touristen werden sie nicht mehr. Die Touristen werden nicht mehr erreichen können. Das wird eine Sache, den ersten Tag. Und auf einmal ist jeder, für den Unschläger, nur noch 6 Meter. Das geht zu halten, oder?